Super Chaffee-Spieler wird auch wieder. Natürlich keine Camo. ,90 kann mega gut kämpfen. Ne? Jo, gut. Super Chaffee-Spieler ist schon mal raus. Scheiße. Ja, nicht mal der Versuch, einen First Spot zu bringen, ist halt wieder da. Ich meine, man muss ja keine Camo auf seinem Panzer drauf machen und dann hat nicht mal den First. Der könnte jetzt hier den First Spot uns 2000 HP Vorsprung holen und die Map Control holen. Macht aber nicht. Fährt einfach jetzt hinter mir da rum. Weiß ich nicht, vielleicht platzt er gleich. Doch, hab direkt den Super Chaffee drauf. Einfach für nutzlos. Schau mal, wo er steht jetzt. Einfach abschaum. Sorry, aber es ist holy shit schon wieder. Bitte dann deinstalliert einfach das Game. Was ist es denn? Ja, es ist. Kann sein, dass ich jetzt hier direkt aufgehe nach dem Schuss. Das ist auch wieder Dreck. Ich weiß halt nicht, wo der Scout ist von denen. Dann kann ich nicht wegfahren und alles. Ich weiß, wo der Scout ist, dann. Weil ich halt auch nichts machen. Der 12T jetzt vor mir steht. Ah, es kommt, das Animal kommt jetzt angerüsselt, ey. Viel zu spät, den Move kannst du ja schenken. Er wird jetzt platzen wahrscheinlich für diesen Quatsch, den er da macht. Kannst du dir komplett sparen. Gut, mach was du willst. Ist halt ein guter Scout, ne? Ah, dein 12 hier aufgemacht. Roxy Spot oder was weiß ich, was da ist. Bei ihm knallt es gleich wahrscheinlich. 12 hier will nochmal weg. Haben sie sich gegenseitig da gefunden? Haben sich die zwei Scouts also gefunden? Einmal ein Snapshot rein. Haben sich die zwei Scouts ja gefunden? Ne, ich muss jetzt was anderes machen hier. Auf dem Scout ist kein Verlass. Die Proxys spotten sich eher noch. Ich muss einfach gucken, dass ich vorne rankomme und hoffe, dass ich hier was ernten kann. Kann ich da schon was? Das ist der riskante Move, wenn hier irgendwas steht vom Gegner, bin ich tot halt, ne? Gut, hier steht nichts. Dann kann ich jetzt hoffentlich ernten. Oh. Einfach jetzt nicht aufgehen, dann bin ich jetzt hier in der Position, wo ich was machen kann. Jawohl. Jawohl. Dann brauchen wir auch keinen Super Chaffee, dann hat sich das auch erledigt, das Problem. Der macht mich auf, aber der stirbt. Macht mich nicht auf, noch besser. Perfekt, dann bin ich jetzt einfach in meiner Ernteposition, muss ich auch nichts machen mit Scout. Dann halt nicht. Wer braucht schon Scouts 2021? Boogie ist auch One-Shot. Aha, T25 kommt mir hinterher. Es kann sein, dass hier oben noch einer draufsteht. Ziemlich sicher sogar. Hey Nils. Guten Abend. Ja, okay. Minus HP ohne Ende haben wir noch. Und, okay, der fährt ran. Der hat ein bisschen Plan, der Typ anscheinend. Jetzt müssen wir gucken. Da wird er beschossen schon. Ist irgendwas drauf da oben. Der schon direkt beschossen wird. Da ist was, ich sag doch, da ist was drauf. Gut, wenn er jetzt nicht zugleich fährt, ist er raus. Okay, sehr schön. Wir müssen jetzt uns trotzdem auf die Basis erstmal verteidigen, einstellen. Das heißt, erstmal den ganzen Weg wieder zurück. Und ja. Wenn das Game nicht schon verloren ist, noch in den Base-Dev gehen. IS-2, das ist ein bisschen scheiße. Ja, es wird auch wieder keiner zum Base Dev zurückkommen bei uns. Die sehen zwar, dass jetzt da offen ist. Der Jagdpanzer kommt noch zurück, aber. Tja, das ist natürlich jetzt lost. Ich sehe mich irgendwie nicht da vorne. Das ist schon zu riskant. Da jodeln die mich. Die haben zu viel DPM. Gut. Aber ich cappen können die trotzdem nicht.
Ich wäre gerne da, wo die Arti steht, aber ich weiß jetzt nicht wirklich schon, ob die da vorne sind oder noch, ob sie jetzt da in den Wald reingefahren sind, wo die sind. Cap'n ist nicht drin, also das werde ich verhindern, aber... Unsere werden wieder auf den Cap drauf rollen. Ich sehe das schon wieder. Die Arti wird beschossen. So. Und jetzt fahren natürlich unsere auch gleich in den Cap da wieder. Das wäre jetzt natürlich uncool. Also die Arti wurde schon beschossen. Das heißt, einfach warten. Kann ich nichts mehr machen. Die haben noch den 12T am Leben. Das ist bitter. Unser glorreicher Scout hat sich ja aufgelöst. Ah, jetzt aber. Da ist er. So, anscheinend ist der noch alleine. Nice Trackshot. Das war wichtig. Da ist der Scout. Noch besser. Wenn mich der Scout sieht, lieber noch ein bisschen weiter. Oh, scheiße, der Britannia-Panzer sieht mich eventuell. Aber es ist aber auch zuverlässig. Die Gegner sind auch zuverlässig hier reingefahren, so wie man sich das halt wünscht. Vorwärts geht's immer weiter. Ja, rammel den da weg. Genau, schaut mal, wie sich das Wrack bewegt. Und ich spotte ihn nicht, weil da so ein kleiner Baum davor ist, aber... Wo soll er denn hin? Wo soll er denn hinkommen? Wir können ihn noch blinden. Da ist er. Wo soll er denn hin? Da war so ein kleiner Baum noch davor, deswegen... Lass dich ernten, komm. Endlich mal eine gute Map. Da darf ich dich auch mal ernten. Das ist jetzt mein Time to Shine. Gehörst mir. Ja. Tschüss. Immer weiter vorwärts. Immer weiter und niemals aufgeben. Immer weiterfahren. Gibt's Kilometergeld, habe ich gehört. So. IS-2 steht vor mir irgendwo. Frage ist, an welchem Gebäude oder wo steht er, dass ich... Da ist er. Oh, shit. Okay, der ist nicht ganz dumm. Der reagiert sofort. Der ist nicht schlecht. Der hat sofort gecheckt, aber... Er will auch sofort auf mich draufrollen. Und das sehe ich gar nicht ein, dass das Tier jetzt auf mich drauf fährt. Also von mir aus kann es auf mich drauf fahren, dann muss er aber hier über den Busch auf mich drauf fahren. Soll ruhig kommen. Dann nehme ich hier den Busch und dann kann er kommen. Jetzt bin ich bereit für ihn. Let's go. Der Busch soll es sein. Okay, ohne Damage. Ist natürlich bitter, dann sieht er mich jetzt gleich. Na gut, dann muss ich ihn jetzt, muss ich das Tier halt so besiegen. Okay, wenn er mich... Wahrscheinlich killt er mich. Grunz nicht so laut mit deiner IS-2. Ich höre das bis hierhin. Ja, ja, komm. Schade. Der eine hat Critical Damage, sonst hätte ich ihn komplett rausgekriegt. Hey, Pexcom und Lassiv80, dankeschön für deinen Follow. Herzlich willkommen. Na, der hat richtig gegrunzt. Ey, wieder. IS-2. So, wie kriege ich jetzt den IKV aus seinem Loch dort? Der ist da hinten. Der ist da hinten. So hat er gegrunzt mit seiner... seiner IS-2. Kleiner Spaß, so. Wobei, vielleicht ist es sogar ernst. So wird man gut begrüßt, ne? Lassiv, ne? Lassiv. Das ist eine tolle Grunzbegrüßung hier. Ne, die war nicht für dich. Die war für den IS-2. So. Ach komm, ich baue noch einen Dings. Habe ich einen Blindshot? Leute, habe ich einen Blindshot? Habe ich irgendwas blind? Ich glaube, ich habe doch bestimmt den Panther blind oder so. 94,9. Mal gucken. Irgendwas blind oder Spot oder irgendwas? Hm, mal gucken. Habe ich was blind? 12T? Wann habe ich die? Ja. Yes, irgendwas blind. Stimmt, 12T habe ich beschossen. Kann ich mich... Nice. Leute! Da ist das Ding. Das hier und das hier. Vielleicht auf den Britannia, genau. Also das kann ein Blindshot gewesen sein auf den Britannia. Den habe ich ja komplett. Ich habe noch ein bisschen Spot auf den. Auf jeden Fall reicht's.
War ja auch sehr knapp dran. Also schon wieder eine Gunmark mehr. Schauen wir mal, wie knapp. 95. What? Wirklich genau 95. Alter, Punktlandung. Das heißt 95,00. Sonst, also sonst zeigt er das auf zwei Stellen. Holy shit, das war aber ganz knapp. Ey, ich bin froh, sonst hätte ich noch ein weiteres Game gebraucht. Ey, super. Besser geht's nicht. Oh, Punktlandung. Ja, nice. Leute. IKV 90B haben wir gedreimarkt. Easy. Mal gucken, ob wir so ein Cipollino-Video noch gucken müssen. Vielleicht eins. Erstmal die Auswertung. 3710 Schaden, 3 Kills und nochmal 380 Spot, also ungefähr 4K combined, 1207 Basiserfahrung.